Willkommen zurück bei Let's Play Bioshock. Im letzten Part haben wir uns hier in den Apartments durchgekämpft. Und ja, ich würde auch sagen, wir haben uns gar nicht mal so schlecht geschlagen. Vielleicht ein bisschen. Und jetzt gehen wir weiter auf der Suche nach Su Chongs Apartment. Ich hoffe mal, es leckt jetzt nicht mehr ganz so sehr. Hier steht alles unter Wasser. Bandagen, Enzymprobe, ja gut. Oh, Mittel zur Gedankenkontrolle. Fontaine ist in Rapture sozusagen zum schwarzen Mann geworden. Seine Macht beruht auf einem Mythos. Aber hinter seiner Hokuspokus-Fassade steckt ein ganz gewöhnlicher Betrüger. Und wie alle Betrüger hat er Angst, dass sich am Ende der Spieß umdrehen könnte. Deswegen ließ er Charge Nummer 192 entwickeln. Das Gegenmittel zum Mental Control Plasmid. Fontaine hat gesagt, dass ich niemandem davon erzählen soll, nicht mal Tenenbaum. Und Su Chong wird sich wohl daran halten. Ja, Su Chong redet auch gerne von sich in der dritten Person. Ich wusste doch, dass da etwas faul ist. Immer diese Geheimniskrämerei von Su Chong. Er hat die Charge Nummer 192 bestimmt in seinem Labor beim Apollo Square. Ich habe ihm einmal heimlich eine Probe davon gestohlen und sie in meine Wohnung im zweiten Stock gebracht. Ich wusste nie, für was es bestimmt war. Aber ich dachte mir, wenn dieser Bastard etwas hinter meinem Rücken treibt, muss ich das im Auge behalten. Ich sehe dich wirklich ungern, so Kleiner. Mensch, ich war bei deiner Geburt dabei. Träume nochmal. Hast du schon mal einen Hund, den du einschläfst? Aus aus meinem Scheißbüro! Das bricht halt das Herz. Warum ich mir diese Mühe gemacht habe. Normalerweise hätte ich den ersten Security-Roboter in zwei Teilen zerlegt. Aber Ryan war schlauer. Er hat dafür gesorgt, dass sein Sicherheitssystem seine genetische Struktur erkennt. Du hast die Hälfte seiner Gene. Das mag ich zwar nicht gut, aber es reicht, um diese Blechdosen zu verarschen. Ja. Das war unsere Rettung, dass wir hier ein Teil von Ryans DNA haben. Aber es hat uns nicht retten können. So, hier müssen wir jetzt wahrscheinlich rein. Jetzt müsste ich halt wissen. Oh Gott, jetzt habe ich aus Versehen geraucht. Naja, was soll's. Ja. Nee, stimmt, wir mussten ja in den zweiten Stock. Was ist denn hier der zweite Stock? Das hier ist der zweite Stock. Hier kann ich auch Alarm ausschalten. Hier ist der erste Stock. Hier sehe ich mich aber auch noch rum. Leute, da müsst ihr durch, dass ich mich überall umsehe. Ihr kennt's von mir. Und wenn nicht, dann lernt ihr es noch kennen. In meinen. Da dieses Projekt wahrscheinlich nicht mehr so lange geht, dann wahrscheinlich in meinen anderen Projekten. Und das hier ist gerade ein bisschen doof, weil ich halt jetzt einen Schlag krieg. Na gut, lass ich's halt so. Du bist mir nicht geheuer. Aber du bist tot. Tote sind mir schon mal etwas geheurer als Lebende. Weil sie sich nicht wehren. Das werde ich nicht. Ich werde es schaffen. So, hier als erstes mal, wenn man nicht weiß, wer lebt hier noch und wer nicht. Gerade mal die Bienen freilassen. Nein, ich möchte keine Zigaretten. Im Gegenteil, ich möchte lieber die Eve-Spritze. Na, ihr seid ja wahrscheinlich. Oh Gott, das sind Leichen von Little Sisters. Also das finde ich echt nicht gut. Ja, der Mann hat natürlich wieder Whisky dabei. So muss es. So muss. Aber gut. Wir bedienen uns hier natürlich wieder allem, was wir kriegen können. Ich hoffe ja, hier gibt's was super, super Tolles. Vielleicht gibt's hier ja auch noch ein Audiolog. Ja, wir kochen mit Napalm. Und ihr kocht mit Gas. Nein, nein, nein. Wir kochen mit Napalm. Ist klar. Macht jeder, ne? Ganz normal. Ich müsste jetzt aber auch mal wieder Napalm mal wieder ein bisschen verbraten. Aha, braten. Napalm. Ja. Muss ich jetzt mal hier wieder ausrüsten. Da liegt noch ein Gesundheitspack. Also wenn das das Einzige ist, dann lohnt es sich hier nicht wirklich, das Adam eigentlich zu verschwenden. Ich nehme jetzt gerade mal einen Stuhl dafür. Zack. Ne, den einen habe ich nicht erwischt. So. In der Badewanne. Wusste ich doch, dass hier noch Zeug liegt. Ja, super. Zack. Zack. Mann, ey. Ja, ich bad jetzt. Oh, eine Runde baden. Das Wasser sieht ekelhaft aus. Muss nicht sein.
Toilette benutzen. Ne, ich wollte eigentlich hier nochmal gucken, ob in den Schränken was ist. Ja, hier ist dann nichts mehr. Das ist auch schön. Man versucht hier ja eigentlich so ziemlich alles einzusammeln, was man findet. Ein Safe. Ich wusste, warum ich Safe Hacker noch nicht rausgenommen habe. Kann man nämlich immer mal gebrauchen. Besonders, weil in den Safes ja eigentlich fast immer was eigentlich richtig Gutes drin ist. Da ist es von Vorteil, wenn man die nicht gleich wegwirft. Diese Plasmide, die einem das Hacken von Safes erleichtern sollen. So, und zack. Schon haben wir einen Safe gehackt und hoffen mal, dass hier das Tollste der Welt drin ist. Panzerbrechende Pistolen, Kugeln, Messingrohr. Passt. Also ich sag mal, es gibt deutlich Schlimmeres, was hier drin sein könnte. Zum Beispiel Napalm. Den ich auch wieder ausrüste, weil wenn hier Feinde kommen, dann brenne ich sie einfach nieder. Mit allem, was ich habe. Mal gucken. Ich höre schon. Ich hoffe, das ist unsere Sicherheitskamera da unten. Ja, das ist unsere Sicherheitskamera. Weil noch eine andere Sicherheitscam muss nicht sein. Was? Die Tür ist zu? Okay. Wenn die Tür zu ist, dann gehen wir einfach hoch in den zweiten Stock und kümmern hier uns gar nicht mehr drum. Das ist natürlich jetzt doof, dass da gleich wieder die Cam ist. Abgeklungen, abgeklungen. So, zack. Oh, oh. Treffer. Jetzt schnell die Kamera für uns gewinnen. Autohacker hebe ich mir auf. Man weiß ja nie, vielleicht brauche ich später nochmal wieder welche. Deshalb möchte ich die eigentlich nur ungern alle verschwenden. Soll mir eher mal so ein, zwei noch für Notfälle aufheben. So, darüber trifft sich ganz gut, da müssen wir eh hin. Was habe ich denn da jetzt gedreht? Oder war ich das gar nicht? Ich weiß nicht, ob ich es war, aber wenn ich es war, dann habe ich irgendwas gedreht. So, eins runter bräuchte ich noch. Kriege ich natürlich nicht. Gut, machen wir anders. Runter, rüber, runter, rüber, runter. So, perfekt. Wir haben ja Zeit, ne? Sicherheitskamera arbeitet für uns. Und das ist hier ein Lag. Ja, das ist ein Lag. Dass die Sicherheitskamera für uns arbeitet. Nein, natürlich nicht. Wir gucken uns natürlich alle begehbaren Wohnungen. Eindringling! Parasit! Schwinde aus meinem Haus! Warum sind die jetzt wieder so laut? Moment. Option. Audio. Also irgendwas stimmt hier doch mit der Audio nicht. Mal ganz im Ernst. Weil Fontaine flüstert mich hier an und Splicer, die nicht mal mit mir im gleichen... Schwinde aus meinem Haus. Ja, die nicht mal mit mir im gleichen Raum sind. So, wahrscheinlich da vorne sitzen. Nee, hat keine Reaktion gezeigt. Das ist schon mal gut. Nee, so. Na gut, das geht auch. Oder auch nicht. Nee, das war die falsche Seite. Ja, ich bin immer wieder doof. Was ist das? Hä? Sprich lauter. Sag. Wie hab ich das sagen? Hast du. Ach so, du bist so ein Nitro. Gut, Nitro. Kriegst, was du verdienst, mein Freund. Kriegst du. So, zack. Spielen wir fangen. Los, komm, wir spielen fangen. Zack. Das wird nicht funktionieren. Doch, wird's. Guck, funktioniert. Ja, jetzt habe ich natürlich mal wieder, doof wie ich bin, seine Maske gefangen. Ich habe meine Zeit nicht gestohlen, du Ungeheuer. Ja, du hast deine Zeit vielleicht nicht gestohlen, aber mir meine. So, ist hier hinten noch irgendwo was, was man gebrauchen kann? Wo versteckst du dich? Ich verstecke mich nirgends. Ich laufe hier einfach nur rum und versuche bei meinem... So, wo bist du? Komm her. So, dich fackel ich ab. Und wenn ich hier alles, deine ganze Einrichtung mit niederbrenne. So, komm her. Ich habe mehr als genug Napalm. So. Napalm kann ich ja gerade mal nachladen, während ich hier den Leadhead ausplündere. Ich hoffe mal, hier gibt es auch wieder für mich dann ein bisschen was an Gewinn. Beziehungsweise vielleicht ja, ja gut... einen halb angebrannten Popriegel im Kühlschrank, der ist auch niedergebrannt, gibt's auch nichts sonderlich was. Ein Safe wäre ganz schön gewesen. Ja, Whisky, Merlot, Kuchen mit Cremefüllung. Nom nom nom.
Nee, sonst gibt's ja eigentlich... Der zittert noch. Na gut, wenn er möchte, soll er zittern. Ich denke mal, die meisten werden sich hier auch verbarrikadieren, weil eben Fontaine sich jetzt... Ich bin natürlich durchgelaufen. Leute, was bin ich eigentlich für ein Depp? Mal ganz im Ernst. Ich weiß genau, ich habe hier was hingelegt und renn durch. So, hier oben ist eigentlich auch nichts mehr. Ich hoffe zum... Ja gut, ein Splicer ist hier, der relativ schnell besiegt ist. Ich hoffe mal, hier kriege ich auch noch, ja gut, Kohle. Schön, da kann ich nicht durch. Nee, sah so aus, als wäre da vielleicht ein Durchgang. Aber ist nicht. Nur eine Lagerkiste. Ich habe eigentlich auf einen Safe gehofft. Oh, Verbandskasten, das ist schön. Puh. Also nee, bisher bin ich hier gerade so ein bisschen enttäuscht. Hier geht's wieder raus. Eine U-Invention. Ja, mach mich halt tot. Brandbolzen, Explosivschrot, Antipersonen. Ja, ich nehme Antipersonen und Explosivschrot, Autohacker. Na gut, nehme ich mal ein paar Fallenbolzen mit. Panzergranaten. Ja gut. Damit haben wir eigentlich alles, was wir brauchen. Adam ist der absolute Bringer, Kleiner. Keine Betrügereien, keine Abzocke mehr. Gegen eine Firma mit dem Monopol auf Adam ist ein Erdölkonzern eine Vorbildbude. Du musst nur noch die Leichen begraben. Und wenn die zufällig in 9 Kilometer Tiefe auf dem Grund des Atlantiks liegen, hast du einen ganz schönen Vorsprung. Ja. Sieht so aus, als ob es zwischen Fontaine und seiner deutschen Bohnenstange ordentlich gescheppert hätte. Warum ein Kerl wie Fontaine seine Zeit mit dieser gruseligen deutschen Ziege vergeudet, wo er sich doch die Rosinen aus dem Kuchen picken könnte, das verstehe wer will. Er hat den Zugangscode seiner Tür auf 5744 zurückgesetzt. Vielleicht will er sicherstellen, dass die Bohnenstange nicht nochmal in seinem Gemüsebeet aufkreuzt. Aha. 5744, ihr habt's gehört. Als das mit der Künstlerin fertig war, ließ ich sie so, wie sie war, im Badezimmer zurück. Ja, und warum geht jetzt das andere wieder los? Ich habe keine Fallenbolzen mehr tragen, das gibt's ja nicht. Sie war sehr schön. Schwarz und rot, wirklich so schön. Also habe ich sie mitgenommen, sodass sie jemand zu Ende strecken kann. Ja, das mit der Decke. Sodass sie irgendjemandem von Nutzen sein kann. Sullivan. Ich hielt es für falsch, dieses Ding dort liegen zu lassen. So ganz allein. Ja, aber die Künstlerin, die Leiche der Künstlerin lässt er einfach liegen. So, was war es? 5... 7... Moment. Das muss ich mir nochmal anhören. Entschuldigt, Leute. Als das mit der Künstlerin fertig war, ließ ich sie so, wie sie war. Ja, danke. Ist das Falsche, aber egal. So gut. Decke neben ihrem Bett. Sie war sehr schön. 5, 7, 4, 4... Also habe ich sie mitgenommen, sodass sie jemand zu Ende strecken. Was ist das? Sodass sie irgendjemanden von Nutzen sein kann. Dann fahren wir mal hoch. Aber du bist nicht wütend. Es heißt doch, wenn man ein Leben rettet, rettet man die ganze Welt. Ich stelle den Kindern hier ein Obdach zur Verfügung. Aber du bist ihr wahrer Retter. Trotzdem gibt es noch immer viel zu tun. Ja, es gibt noch viel zu tun, aber jetzt sind wir hier in Fontaines Wohnung. Und das ist sehr, sehr gut, weil hier gibt's natürlich dann wieder viel zu tun für uns. Und Fontaine erwartet ja sicher nicht, dass wir eben bei ihm zu Hause sind. Ich meine, ich fänd's auch ein bisschen doof, wenn so derjenige, den ich hier umbringen will, einfach mal in meine Wohnung geht, sich vielleicht einen Kaffee nimmt... rumsteht. Okay, ich habe jetzt zu Hause wirklich keinen Kaffee, aber ich meine, kann man ja mal machen, ne? So, Leute, aber mit den Splicern da hinten lege ich mich im nächsten Part an. Lasst mir doch einen netten Kommentar da, einen Daumen nach oben, freue ich mich immer. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Euer Wolf.